möchte vorausschicken, dass ich nicht als Polizist hier oben stehe, sondern als Teilnehmer einer Veranstaltung, die wahrscheinlich dazu dient, die Zukunft dieses Österreichs für unsere Kinder darzustellen und zu richten. Und ich bin Vater und ich stehe in erster Linie als Vater von zwei Kindern, von zwei Buben hier heroben und habe mich beworben. Und das ist eine Veranstaltung, eine demokratische Veranstaltung, wo auch ich hier hergehen kann und sagen, darf ich ein paar Worte an Sie richten. Und ich möchte von oben beginnen. Ich möchte von oben beginnen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Regierung, ich bitte Sie, dieses Volk nicht, wie es die Geschichte schon einmal gezeichnet hat, noch einmal in ein Unglück zu stürzen. Die zweite Schicht ist jene. Ich habe eine Ausbildung genossen, wie die meisten, die hier stehen. Eine Grundschule und in späterer Folge eine Berufsausbildung und noch weiter dann eine Ausbildung, die im Zeichen der Republik steht. Ich habe zu vertreten den Staat Österreich, die Gesetze, die dieses Land, die ihr, wie ihr hier steht, gewollt habt, die ihr gewählt habt und die Gesetze, die daraus entstanden sind. Und das ist nicht nur ein einfaches Gesetz wie die Straßenverkehrsordnung, wo ihr alle bestraft werdet, die einen Sicherheitsgurt nicht anlegen, sondern auch Verfassungsgesetze. Und Verfassungsgesetze sind dazu da, um das Volk Österreich in eine gewisse Richtung zu lenken. Und für diese Verfassung stehe ich hier heute oben. Ich habe kein Mandat als Polizist, das möchte ich ausdrücklich betonen. Aber eine Verfassung ist entstanden, an diese Verfassung haben Sie sich zu halten, ich mich zu halten, ob ich will oder nicht. Aber sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie auch. Und wenn ich die dritte Stufe anspreche, dann möchte ich nur sagen, Sie, nicht ich, ich bin verantwortlich für die Erziehung meiner Kinder, für die schulische Ausbildung und für das zukünftige Leben meiner Kinder. Aber Sie, diese Bundesregierung, dieser Staat Österreich ist verantwortlich für meine Kinder, dass sie nicht in den Krieg ziehen. Ich habe sie in einer Zeit in die Welt gesetzt, wo ich wusste, dass dieses Land neutral ist. Und das sehe ich schwinden. Das sehe ich schwinden. Und ich mache mir große Sorgen. Und ich habe vor zwei Stunden mit meinen Kindern gesprochen. Und ich kann Ihnen heute, leider Gottes, nicht mehr versprechen, dass Sie in einen Krieg ziehen müssen. Und das sollen wir uns heute vor Augen halten. Und liebe Bundesregierung, sehr geehrter Herr Bundeskanzler und sehr geehrter Rechtsstaat Österreich. Es regnet heute und schauen Sie sich diese Anzahl an. Und Sie können es aufrechnen, ich weiß es. Sie können es aufrechnen, wie viel hier stehen würden, wenn es hier warm wäre und wenn es hier schön wäre. Aber diese Leute, die hier stehen, die stehen zu sich selber. Und schauen Sie einmal, dass Sie diese Republik in die Reihe bekommen. Und wenn Sie wirklich überzeugt sind davon, dann unterschreiben Sie über die Köpfe meiner Kinder hinweg, die ich dorthin schicken muss, wo ich es nicht will. Dankeschön. Herzlichen Dank, Stimme des Volkes kann man das nur nennen.